Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Array Shuffle Dungeon. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir zwei neue Leute, da glitzert, warte, will ich jetzt noch nicht an, bekommen und waren es zwei? Auf jeden Fall der letzte war, genau, Magicress, nenne ich jetzt einfach mal, der Magier und der hat ein interessantes Haus. Hier bekommen wir Dörrfleisch. Was kann man bei ihm machen? Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal Truhen suchen, ne? Das kann ich wieder vergessen. Egal. Aber, man darf den Geheimnissen eines Tricks nicht zu sehr auf den Grund gehen wollen. Meinst du, es wäre nicht besser, der Bürgermeister würde dir ein richtiges Haus bauen? Sei kein Narr. Ich werde meinem Publikum doch nicht die Freude an der Magie nehmen. Lassen wir dem Bürgermeister doch glauben, was er gesehen hat. Okay. Wir haben zu einem ihn und... Wen haben wir denn noch bekommen? War das nicht... die Musiklehrerin? Anela. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall, ihr habt es ja gesehen, wem wir schon alles wieder zurück ins Dorf gebracht haben. Es ist ja nicht wenig. Es sollen wohl noch mehr Dorfbewohner geben. Ich glaube, ich kann... Nein, Ice Dungeon will ich nicht. Jetzt wollte ich was sagen, hab's aber schon wieder vergessen. Ich glaube, Truhen kann ich doch nicht vergessen. Hatte ich mal Glück gehabt. Tischlernägel, okay. Ich hätte gerne Mithril. Es wäre besser für meine Waffen- und Rüstungsshop. Stufe 3. Ist nicht das Beste, ne? Ist zwar nicht das Beste, aber von Anfang, ich weiß nicht, wo man Mithril, ich hoffe, man mal bekommt später noch einiges an Mithril. Obwohl, das ist nur glückabhängig. Das kann auch sein. Also, wenn wir jetzt alles hier belegen sollen, dann kommt ja noch einiges auf uns zu. So. Ich bin gespannt, wer als nächstes im Dorf kommt, beziehungsweise wen wir als nächstes retten werden. Yes. So, erstmal verkaufen. Tischlernägel. Da brauchen wir auch schon nur noch eins und dann haben wir das schon auf Maximum. Ein. Ich glaube, die Hornmuschel sollte ich behalten. Okay, was sagt eigentlich unsere Pong-Familie? Aber ich habe... Warte mal, was habe ich eigentlich noch so alles drin? Kohle. Dann sollten wir gleich mal zu Weldon. Warum Zeitlupe? Ich wollte schon sagen, warum war das jetzt voll in Zeitlupe? Ist richtig. So, Hof. Okay. Einmal kombinieren. So. Dann packen wir das mal raus. Okay. Blau. Noch einen gelben dabei. Sehr schön. Und grüne, das ist gut. Wundervoll. 32. Jetzt haben wir schon 31, 15, 10. Und er braucht noch am meisten, ne? Deswegen kriegst du jetzt ein Wundergras.
gut. Biodünger haben wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt zu Weldon, um die Kohle zu verkaufen. So. Da brauchen wir ja auch noch eine Stufe. So. Schmiede. Verkaufen. Kohle. Vielleicht hätte ich die beiden eigentlich verwechseln sollen, aber okay. Naja. Da fällt uns auch nur noch eine Kohle, dann haben wir es auch geschafft. Hervorragend. Ich bin gespannt auf den nächsten Dungeon, wie der ausschaut. Ob es ein bekannter ist oder ein komplett neuer, eventuell ein neuer Boss. Die Truhe habe ich fast übersehen. Aber nur fast. Haben wir hier noch irgendwo was? Nein, okay. Hier hat ja noch was geglitzert, ne? Genau. Oh, ein neuer Wald-Dungeon oder sowas ähnliches. Waldland-Dungeon. Okay. Ist nicht so mein Lieblings-Dungeon, aber was soll's. Müssen wir durch. Rein mit uns. Okay. Warte mal. Also es geht auf Zeit, ne? Schnell rüber, rüber, rüber. So, die Gegner werden natürlich härter. Auf ein Niveau, den wir momentan noch nicht schlagen können. Also wir haben zwar jetzt genug Rüstung, zumindest Lebenspunkte, aber das Problem ist, die greifen ja schon zu härteren Mitteln. Ein Schlag ergibt schon quasi zwei Lebenspunkte. Das mal da eben ausschalten. Ah, gut. Ich glaube, ich bin falsch. Erstmal kurz das öffnen. Ich muss erstmal wieder klarkommen. So. So. Jetzt abwarten. Ach, da ist die Treppe. Na denn, gehen wir direkt weiter. Wir wollen ja nicht lange fackeln. Ich glaube, das war falsch. Oh nein, da haben wir so einen scheiß Speeder, ne? Aber danke, dass du mir das schon mal abgeschafft hast. So. Nein! Ich wollte eigentlich den Schalter treffen. Ah, das ist der schon mal. Ich hasse diese Wirbelwinde. Die sind so doof. Da komme ich jetzt anders nicht dran. Da muss ich mir Schaden nehmen, okay. Das ist natürlich jetzt fies gewesen, aber okay. Alles noch akzeptabel. Jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt hängt das ein bisschen. Okay, weiter geht's. Wir haben hier unser Heilungsfoupon noch. So ist es nicht. Da wechseln wir eben schnell. Okay, ich komme nicht weiter. Moment. Dann aktivieren wir das. Wundervoll. Schon hier durch. Und das hier erledigen. Ja. Das läuft nicht so wie geplant, wie es aussieht.
Proben, okay. So, was schaltest du aus? Das ist sehr nett von dir. Der kommt irgendwann mal wieder. Ich verstehe. Okay, damit haben wir das geöffnet schon mal. Kommen aber noch nicht zum Ausgang. Müssen wir warten, bis er wiederkommt. Jetzt müssen wir hier in der Mitte. So, hier dran vorbei wollte ich eigentlich nur. Das kriegen wir noch. Nein, 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 das tut weh. Genau, schlag ihn. So. Das deaktiviert sich gut. Wir machen das einmal so. Dann machen wir das schnell so. Ah, okay. Okay, nein, 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 zurück. Aufpassen. Aufpassen. So. Und weiter geht's. Achso, nee, alles noch im grünen Bereich. Wir schützen uns mal. Wäre sinnvoll gerade. Okay, das geht da offen. So, wir holen uns den grünen. Aktivieren. Wir holen uns mal Fupong wieder. Das geht mal gar nicht. Das ist fies oben. Das sieht sehr nervig aus. Natürlich. Ich kann gerade gar nichts machen. Okay. Wir müssen erstmal das hier aktivieren. Und da ist der Ausgang. Und ich komme gerade nicht zum Ausgang. Gut, dann machen wir das hier. So, erstmal schnell das Portal zerstören. Und uns mal Blauschimmel. Irgendwie hakt das ein bisschen, aber es geht auch. So, uninteressant. Ah, der rote Verfahren ist interessant, ja. So. Kann man da nicht vorbeilatschen? Nö. Obwohl es gehen würde, aber ist okay. Jetzt sind wir auf der falschen Seite. Nein, sind wir nicht. Unten läuft die Zeit ab. Vielleicht sollte ich da mal einen Blitz einsetzen. So. Tür 1 und Tür 4. Es fehlt noch 2 und 3. Oh nein, jetzt kommen die ganzen. Wohin? Moment. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht, ne? Nein! Der Windstoß, der ist am Weg. Das hier auch schon wieder an. Was ist denn los heute? Zeitlupenaktion oder wie? Oh, ernsthaft? Ah, verdammt. So, jetzt aber. So, einmal Blitz. Sehr schön. Und wir gehen. Siehst du? Ich sagte doch, der Eingang liegt nicht in dieser Richtung. Oh Mann, Yula, du solltest doch, dass wir in diese Richtung gehen. Und schau, oh, es sind zwei. Nicht so, es ist nicht meine Schuld. Habe ich etwa gesagt, dass du dass es deine Schuld ist? Mann, du bist ja schon total paranoid. Oh, es sind Zwillinge. Wula und Yula.
Nee, das ist Jula, ne? Hey, schau mal, wer da ist. Es ist Swarty. Nenn mich nicht Swarty. Diesmal habe ich also mit Jula und Ulla das Vergnügen. Ach, das sind Zwillingmädchen, okay. Genau, das bin ich, Jula. Und ich bin Ulla. Tja, es geht euch scheinbar gut. Hey, Swarty, hast du eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Hätten wir auf Julas Orientierung verlassen müssen, hätten wir hier nie herausgefunden. Nein! Ach, was ist mit dir, Ulla? Du hättest uns nicht mal in zig Millionen Jahren hier rausgeholt. Stock und Stein brechen mein Gebein, aber Worten bringen kein Pein. Du Hohlkopf, du! Was sagst du? Ist man selber, rufen alle Kälber. Was ist denn hier los? Ja, ich bin im Kindergarten. Ah, würdet ihr bitte aufhören? Wollt ihr hier nun raus oder nicht? Na klar! Dann folgt mir. Ich will kein Sterbenswörtchen mehr hören, bis wir die Höhle verlassen haben. Was? Aber ich sterbe, wenn ich nicht sprechen darf. Und ich auch. Oh, hey, Swarty. Jula und ich, wir wollten dich fragen. Ich sagte, kein Wort mehr. Aber das sind nicht einfach nur Wörter. Das war eine Frage. Okay, wie ihr wollt. Ich gebe auf. Also, heraus mit der Neuigkeit. Was läuft zwischen dir und Enlela? Wie bitte? Und versuche ja nicht, deine wahren Gefühle vor uns zu verbergen. Keine Sorge, Jula. Damit würde er nicht durchkommen. Leute, bitte hört endlich mit den Gerede auf. Oh Mann, du Armer. Kein Boss. Kein Boss. Dafür haben wir Zwillinge. Gerettet. Noch nicht, noch nicht. Wir haben sie erstmal gefunden. Und wo haben wir denn jetzt? Pass auf. Irgendwo hier ein Lauf. Hä? Hallo? Aha. Biodünger. Okay. Einmal vollheilen. Vorsichtshalber. Und dann geht's los. Zurück. Zum Dorf. Nicht zur Stadt. Zum Dorf. So. Ja, das ist, glaube ich, kein Problem. Aber ich sollte trotzdem hier verschwinden. Wir können ja schon mal das hier öffnen. Jetzt muss ich irgendwie hier noch weit irgendwie durchkommen. Oh, ich hasse das jetzt hier. Das ist gerade mies. So. Einmal ein Fupon. Ah, nein. So, na. Jetzt. Ja, ist okay. Wir können ja hier hinten warten. Toll, jetzt muss ich, oder? Erstmal hier rein. Ach so, nee, nee, nee. Ist alles okay. So. Genau, schalte mal kurz das ab. So. Damit haben wir den besiegt. Ja, toll. Jetzt müssen wir erstmal hier. Nee, ich riskiere es erst gar nicht. Ich riskiere es erst gar nicht. Ja, gut. Den roten können wir uns ja jetzt leicht schnappen. Nein! Falsche Richtung. Sword. Kann ich ihn erreichen? Leider nicht. Jetzt sind wir schon wieder auf der falschen Seite.
Aber unten läuft die Zeit, okay. Ist ja kein Problem. Ja, können wir uns schnappen. Dann einmal hier rum. So. Das klappt ja wie am Schnürchen gerade. Und natürlich kriege ich hier wieder einen Windstoß, der mich nervt. So. Jetzt lasst mich mal hier eben raus. Ich würde sagen, wir machen uns hier bequem. Ah, Pongs, ein bisschen näher. Genau wie ich es mir dachte. Schnell warten und weiter.